Hallo allerseits, ich habe gerade von Booktuberton erfahren und möchte gerne dieses Jahr zum ersten Mal mitmachen. Das Event wird gehostet von Ariel Bisset. Ich werde alles in den Box unten einstellen, die zwei relevanten Links. Und es gibt mehrere Challenges, 7 davon, also Herausforderungen, 7 davon betreffen das eigentliche Lesen. Es wird noch mehr geben auf Instagram, glaube ich. Aber dieses Video ist über die Leseherausforderungen. Für all die, die irgendeine Sehbehinderung oder Schwäche habt, eine kurze Beschreibung über mich. Ich sitze in meinem Garten, habe sehr viel Grünes hinter mir, einen grünen Apfelbaum, habe dunkles, lockiges Haar, Brille und einen gestreiften Pullover, denn es ist Sommer, aber nicht wirklich. Und jetzt zu den Herausforderungen. Herausforderung Nummer 1, liest ein Buch mit einer Person auf dem Buchdeckel. Da werde ich ein bisschen schummeln. Es sind 7 Tage und 7 Herausforderungen, also muss man sein Möglichstes tun, alles zu schaffen, aber auch nicht wirklich. Dieses Buch habe ich angefangen zu lesen. Ich bin schon mittendrin. Es heißt auf Spanisch La Reina del Sur, geschrieben von Arturo Pérez Reverte. Wenn ihr Interesse an Lateinamerika habt, dieses Buch fasst eine der Themen an, die traurigerweise super relevant sind, nämlich die Drogenkriege, Drogenkartelle und alle möglichen sozialen Ursachen, die damit verbunden sind. Es findet aber nicht ganz in Lateinamerika statt, sondern ein großer Teil findet in Spanien statt. Also wird ein bisschen die europäische Perspektive reingebracht, wenn ihr also, besonders wenn ihr Europäer seid und etwas Verständnis haben wollt für die Probleme, die Ursachen des Denkens, des kulturellen Daseins, der Präsenz, der Gegenwart, Entschuldigung, in Lateinamerika, dann würde ich euch dieses Buch sehr empfehlen. Also habe ich mir vorgenommen, dieses Buch zu Ende zu lesen. Es ist eine Person vorne drauf auf dem Buchdeckel, technisch aber also nur ein Auge und ein Augenbraue, aber ignoriert bitte diese kleinen Stickers von meinem Kleinkind. Aber es ist dennoch eine Person. Also Challenge Nummer 1 wird angenommen. Jetzt Herausforderung Nummer 2. Lies einen bejubelten Buch, einen gehypten Buch. Eine Freundin hat mir lieberweise dieses Buch hier geschenkt, vor vielen, vielen Jahren, und es sitzt immer noch auf meinem Bücherregal. Es ist von Leonie Schwan, Glenkin, ein Schafskrimi. Ich bin bestimmt eine der letzten Personen, die das jetzt hier lesen wird, aber das habe ich mir vorgenommen, und was ich so immer total süß fand, war das kleine Daumenkino, was hier mit dem kleinen Schäfchen ist. Also, ich habe auch keine Spoiler bis jetzt darüber gelesen. Ich bin gespannt. Jetzt Herausforderung Nummer 3. Liest ein Buch an einem Tag zu Ende. Also habe ich das hier gewählt. Es ist von Roald Dahl, The Way Up to Heaven and Other Stories. Es ist das kürzeste, was auf meinem Bücherregal war. Ich glaube 78 Seiten, ja 79 Seiten, groß geschrieben. Das werde ich in einem Tag zu Ende lesen. Ich fühle mich gerade so schlau. Herausforderung Nummer 4. Liest ein Buch mit einem Buchcharakter, das sehr anders ist als ihr. Also, Drogenmafia-Lady, Königin des Drogenskartells. Schafe. Und es gibt hier bestimmt irgendeinen Charakter, das sehr anders ist als ich. Also, das war einfach. Herausforderung Nummer 5. Liest einen kompletten Buch im Freien. Herausforderung Nummer 6. Liest einen Buch, das ihr wegen dem Buchdeckel ausgewählt habt. Das hier. Ja, ich bin am Schummeln. Aber das habe ich ehrlich gesagt wegen dem Buchdeckel ausgewählt. Wegen den Palmen und alles. Und es hat mich ein bisschen an Enid Blyton aus meiner Kindheit erinnert. Plus, ich bin immer angezogen von älteren Büchern. Das hier ist Ersterscheinung 1948 und diese Ausgabe ist von 1976. Also, und dann Herausforderung Nummer 7. Liest 7 Bücher. So. Mathematisch 3 Bücher. Es ist nicht viel, aber die 4 werde ich ganz einfach ersetzen durch meine alten Asterix-Comic-Hefte, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen habe, und besonders die neueren Erscheinungen von Asterix
kenne ich es noch nicht auswendig, werde ich also auswendig können. Ich hoffe, ihr macht auch mit und habt viel Spaß dabei und sagt mir, wie es für euch ausgegangen ist. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.